Kanal K. Kanal K. Herzlich willkommen zu 2 Stunden Taktlos Metal auf Radio Kanal K Rock Station von unserem wunderbaren YouTube-Kanal. Ja, Taktlos Metal ist eine Sendung, die normalerweise Interviews bringt mit Bands, entweder mit Bands, die ich draussen interviewe, oder mit Bands, die ins Studio kommen. Aufgrund der aktuellen lieben Viruskrise ist das leider nicht möglich, beides nicht. Und darum gibt es nächstes ist noch eine ganz, ganz spezielle Sendung. Und zwar habe ich mir überlegt, was könnte man machen? Die Zeit von der Viruskrise, die Zeit vom Zuhausebleiben, ist eine Zeit, wo man einmal vielleicht das CD-Regal anschauen kann, sofern man noch hat, kann schauen, was hat man eigentlich noch drinnen. Und man erinnert sich dann schnell mal daran, dass es eigentlich ganz viele gute Schweizer Heavy-Metal-Bands gibt, die ganz cooles Zeug rausgebracht haben. Wir schauen in den nächsten 2 Stunden, was die rausgebracht haben, was wie der Stand ist. Bei verschiedenen Schweizer Bands ist natürlich nicht repräsentativ, aber wir geben euch einen kleinen Überblick. Und für die, die eh gerade im Internet sind, vielleicht könnt ihr euch gewisse Namen merken und könnt sie nach der Sendung mal anschauen. Und ja, CD-Versand ist ja nach wie vor erlaubt und erwünscht. Von dem her, die Bands, die brauchen das Geld, die sind jung, meistens. Und die Bands, die möchten das mit viel Herzblut. Also, vielleicht führt die Sendung dazu, dass ihr euch etwas Gutes tut, 20 Franken ausgibt für eine CD, die kommt zu euch und ihr mit weiteren guten Liedern gute Zeit könnt verbringen. Ja, wir machen, wie gesagt, eine Tour d'Horizon über die aktuelle Schweizer Heavy-Metal-Szene. Viel Spass wünscht ihr euch, Wettli. Und ja, eigentlich, heute zu Gast wären Black Angels und Comaniac. Beides geht leider nicht. Gleich, wenn wir Lieder von denen spielen, und zwar wir fangen an mit den Black Angels, die haben nämlich in diesen Tagen ein neues Album ausgebracht, das heisst Steamroller. Wir hören von dem den Titeltrack. My beauty day.
Ja, Comaniac haben wir jetzt als zweites gehört. Das wäre eine Band, die heute eigentlich in der zweiten Stunde taktlos Metal vorbeigekommen wäre. Ist allerdings nicht möglich, weil bei ihnen jetzt Verzögerung gegeben. Plus, sie haben ihre Platte Taufe, wo gewesen wäre, am 11. April im Kiff Aarau, haben sie leider müssen verschieben, auf unbestimmt, wie so viele Bands auch. Und darum, ja, wir werden sie irgendein sonst haben mit dem vollen Album hier, wo ihr mehr könnt ihr hören. Das Album mal schauen. Aktuell steht auf der Webseite noch, es sollte gleich am 3. April rauskommen. Könnt ihr euch vorbestellen, eine geile hure Musik. Ich sage, aktuell nicht so gerade offiziell produktiv sind Lotterify, wobei auch sie haben gesagt, gut, scheiß drauf, wir machen etwas aus dieser Zeit. Wir bleiben daheim. Und sie haben letzten Samstag haben sie einen 3-stündigen Livestream gemacht. Sie sind jeden brav daheim, sie haben also kein Proberaumkonzert gemacht, sondern ja, sie haben dort 3 Stunden ein bisschen gewitzelt, zusammen aufgeschaltet auf YouTube. Sie haben Fotos gezeigt von alten, von früher, wie sie ausgesehen haben. Sie haben vom Wacken-Konzert haben sie Sachen gebracht. Ja, sie sind kreativ gewesen, sie haben prima unterhalten, 3 Stunden lang. Wer das schauen will, findet das auf YouTube. Bei Lotterify einfach eingehen oder auf die Webseite gehen, dort ist es drauf. Super Unterhaltung, gute Idee. Auch, dass man zeigt, dass man künstlerisch kann aktiv sein kann bei Zeiten, wo man eigentlich fertig daheim sind. Lotterify, eine Band, die auch sehr spezielle Musik macht, Schweizer, wie alle Bands, die man heute spielt. Sie haben ein super schönes Lied, Xenophobic, und ja, das hören wir jetzt. And with the signal of the corn, we are lights from hate and hate.
Ihr hört Taktlos Metal auf Radiokanal K Rockstation auf unserem YouTube-Kanal mit einer Spezialsendung, Krisensendung, wo wir euch ein bisschen Wärme, ein bisschen Metal in die Stube bringen. Nachdem wir Lotrify vorher gehört haben, wo einen super kreativen Stream gemacht haben vor einer Woche, haben wir jetzt das jetzt noch Broken Fate gehört. Broken Fate kündet ein Internetkonzert an, und zwar am Sonntag, 4. April. Ich bin gespannt, wie das geht, wenn jeder daheim ist. Aber sie haben noch ein bisschen Zeit zum Üben, zum Schauen, wie das geht, dass das irgendwie zusammenbringt. Ja, Sonntag, 4. April, Broken Fate live im Internet. Ich bin gespannt, genau. Eine Band, die momentan ziemlich durch die Decke geht, ist Burning Witches. Sie haben das dritte Album jetzt gerade rausgebracht in diesen Tagen und sollten eigentlich mit Trust the Boss langsam auf Tour gehen. Die Tour fällt aber wie so viel ins Eiswasser. Die Band, ja, die pausiert für einen Moment ein bisschen in dem Sinn. Aber ich mal schauen, was. Wir hören gleich hier in das neue Album und gehen nachher quasi zur Partnerband von Burning Witches, nämlich zu Gomorra Ex Gonorrheas. Die bringen, hätten eigentlich am 10. April ein neues Album rausbringen, das erste unter dem Namen Gomorra. Das wird verschoben auf Anfang Mai, auf 10. Mai aktuell Stand. Das kann sich, wie so vieles momentan, kann sich vieles noch ändern. Aber ja, wir hören die beiden Bands hier. Zuerst in Burning Witch, einen aktuellen Song, und dann in einen aktuellen Gomorra-Song. Viel Spass! We'll be right back.
Humor auf Radikal Car Rock Session und YouTuber haben gehört den neuen Videoclip von Gomorra. Das Album hätte eigentlich am 10. April rausgekommen, wird jetzt aber wahrscheinlich, ziemlich sicher, um einen Monat verschoben. Ja, so kann es gehen. In Krisenwelle, in solchen Fällen, wie wir momentan haben. Jetzt, ja, wir haben Crown of Glory parat. Crown of Glory, eine Band, die ja, immer wieder mal ein neues Album rausbringt, aber meistens gewisse Zeit zwischendrin hat, bis sie bringen, der mal, glaube ich, aufgenommen ist. Müsste es. Sie sagen lieber, wenn wir ein Album rausbringen, dann richtig und dann mit guter Vorbereitung. Die Vorbereitungszeit, die haben sie noch. Entsprechend hoffen wir, dass im Oktober der ganze Seich vorbei ist und dass wir dann das neue Album von Crown of Glory geniessen können. Crown of Glory, eine Band, die von dem Album aktuell noch nicht aus sind. Darum hören wir doch einfach etwas älter sein, The Storm. Ein Lied, das immer wieder gut ist, auch live gut ankommt und schlichtweg immer wieder Freude macht. Thank you.
Ihr hört Taktlos Metal auf Radiokanal K Rockstation und YouTube mit unserem Überblick oder unvollständigen Überblick, was momentan so ein in der Hard- und Heavy-Szene läuft, trotz der aktuellen Situation. Und ihr habt jetzt noch gehört Chakra mit ihrem neuen Album Mad World, eine Band, die schon bald oder eine von der ersten war, die eigentlich dann ihre Tour verschoben hat. Die hat eigentlich ab April Sälle spielen. Unter anderem dann im Mai auch mit Gotthard zusammen, wo ebenfalls jetzt in diesen Tagen ein neues Album rausgebracht haben. Ja, die Konzerte sind verschoben auf September und Oktober. Ich sehe gerade in der Mühlenhunziker 29. Mai seit momentan in Rubigen. Mühlenhunziker in Rubigen seit momentan stattfinden. Hoffen wir, dass wir es bis am 29. wieder gehen können. Ja, Mad World heisst das neue Album. 13 heisst das neue Album von Gotthard. Gotthard hatte eigentlich eine Release, Party-Car-Release-Show im Tessin, hat aber nicht stattgefunden. Stattdessen haben sie gesagt, gut, wir nehmen, solange es noch geht, solange wir die Abstände noch nicht halten müssen, nehmen wir ein Konzert auf im Proberaum, sind in der gesamten Bandbesetzung im Proberaum gegangen, haben die Kameraleute mitgenommen und das aufgenommen. Haben eigentlich gesagt, dass das Video, das sie machen, geht 44 Minuten, 3/4 Stunde, dass das Video nur ja, ein paar Tage online ist. Mittlerweile ist es immer noch online. Hört ihr, es ist super. Vor allem hört man, dass live, also Gotthard live, wirklich eine Granate sind. Mehr wagen den Schritt und hört in die Live-Aufnahme rein, hört ein Lied direkt quasi von der Live-Session, was auf YouTube drauf haben. Es lohnt sich aber irgendwann, wenn die Radiosendung durch ist, mal das Ganze zu schauen. Viel Spass. Welcome to our rehearsal room over here. We're streaming from Lugano, Switzerland. We're gonna play a few songs from the new album for you. This is called Every Time I Die. Here we go. Your love, a knife and rolling thunder.
to speak bad dreams in my memory. Know that I'll be fine. Just take some time. With my problems left behind, future is mine. Are you fucking okay? Ja, wir kommen das Ende der ersten Stunde Taktlos Metal auf Radikal K Rockstation YouTube aus aktuellem Anlass. Nicht mit Interviews, sondern mit einem Inhalt, mit einem Schauen, was für gute Schweizer Bands gibt es eigentlich momentan hier in diesem Land und vor allem, was ist der aktuelle Stand bei ihnen. Jetzt gehört Black Diamonds einfach nur, weil sie eine absolut hammergeile Live-Scheibe haben, live in Nottingham. Gibt es weiterhin auf ihrer Webseite zu kaufen, ist glaube ich limitiert und wenn ihr es viel kauft, wird es vielleicht nochmal neu limitiert. Kauft die gerne auf blackdiamondsrock.com die Live-Scheibe holen. Es ist viel besser als alles, was sie je auf CD rausgebracht haben, normal CD. Es rockt einfach, es ist, ja, als Fan von Live-Scheiben, ich finde es eine der besten Live-Scheiben, kann ich sagen, die Schweizer Bands je rausgebracht haben. Black Diamonds auch sonst ein absolut knüller Liveband. Gehen Sie schauen, wenn es wieder möglich ist, halt die Band in Ehre, weil ja, sie brauchen euch. Eine Band, die wir erst kürzlich hier in dieser Sendung vorgestellt haben mit ihrem neuen Album Rock Police, ist Hysteria. Hysteria hätte bald einmal Plattentaufe gehabt. Ja, weil auch das Ding ist, wie so vieles, verschoben worden auf unbekannte Zeit. Wir warten ab, bis der ganze Schlamassel vorbei ist und bis wir uns nicht mehr anstecken, einmal nicht mehr so stark wie mit der normalen Grippe. Ja, wir hoffen, wir warten mit Hysteria, das gehört er jetzt gerade. Für die, die jetzt ausschalten und finden, ja, eigentlich ist es doch noch spannend, jetzt hat er irgendwie Trash Metal gehabt, schon fast, ja, so mit Gomorrah, mit anderen wie Comaniac, wir haben irgendwie Hardrock gehabt mit Gotthard, Chakra, wir haben klassische Power Metal gehabt. So wird es auch in der nächsten Stunde weitergehen, in dieser Sendung. Wenn ihr jetzt denkt, ja, ist aber schon gleich extrem spät und es würde mich gleich interessieren, die Sendung, kein Problem, wie immer. Es gibt Wiederholung und zwar dreimal auf Rockstation, rockstation.ca einsurfen und dann sehen wir es und anschliessend wird das Ding so YouTube will auf YouTube knallen und dann schauen, wie viele Lieder das überhaupt noch zugelassen wäre zum Spielen. Also, wenn ihr wollt, auf sicher geht, die ganze Sendung, gehen Sie auf Rockstation hören, wenn das erfahrt ihr, wenn ihr auf rockstation.ca surft, dort sehen ihr die Daten. Und was noch übrig bleibt von dieser Sendung, wird nachher auf YouTube da, was wir erlauben, überhaupt senden. Das ist in letzter Zeit ein bisschen schwieriger geworden, aber vielleicht zeigen sie ja Gründli, Milde. Ja, außerdem, es geht bei dieser Sendung nicht darum, dass irgendjemand Geld verdient. Im Gegenteil, das macht fast niemand. Es geht in dieser Sendung zum Glück zeigen, was für Schweizer Bands, was in diesem Land für Bands täglich ihren Arsch aufreissen, um die Musik zu machen, die sie gerne haben, die sie lieben und dann in anständiger Qualität sogar aufnehmen, ohne dass irgendwie die Bands daran denken, dass das Geld die einmal wieder rausholen. Ja, in dem Sinn, wir hören in Hysteria, bevor wir nachher in die zweite Stunde Taktlos Metal auf Radikal K Rock Session dann vom YouTube-Kanal wechselt. Für die Stunde verantwortlich war der Roger Wettli.